الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, in diesen Tagen empfinden wir Schmerzen, Leid und Trauer für das, was unseren Geschwistern geschieht in Halab, Aleppo, aber auch in Philistrin, in Burma, in vielen Ländern. Kein Volk wird so abgeschlachtet wie das muslimische Volk. Keine Menschen werden so gefoltert wie die Muslime. Daher fragt sich der ein oder andere, wann kommt der Beistand Allahs? Wann unterstützt uns Allah? Wann hebt Allah diesen Zustand auf? Diese Unterdrückung, diese Folter. Wann können Muslime wieder in Frieden leben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch bevor Gleiches über euch gekommen ist, wie über diejenigen, die vor euch dahin gegangen sind? Not und Leid widerfuhr ihnen, und sie wurden erschüttert, bis dass der Gesandte und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten, wann kommt Allahs Beistand? Aber wahrlich, Allahs Beistand ist nahe. Die Gefährten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurden dermaßen geprüft, sodass sie sagten, wann kommt der Beistand Allahs? Wann kommt die Unterstützung Allahs? Wann kommt die Hilfe Allahs? Da war die Antwort, der Beistand Allahs ist nahe. Warum wurde der Beistand Allahs nahe? Weil sie in diesem Moment wussten und verstanden haben, dass niemand helfen kann außer Allah. Und das ist die Lösung des Rätsels. Allah wird die Muslime dann unterstützen, wenn ihre Herzen an niemanden anderen hängen, außer an Allah subhanahu wa ta'ala. Doch noch hängen die Herzen am Westen und am Osten, an Politik und an Regierungen, an Herrschern und an Königen. Vielleicht wird jemand sich einsetzen, vielleicht kommt irgendeine Resolution, vielleicht wird irgendjemand Geld schicken, vielleicht, und die Herzen hängen immer noch an den Geschöpfen, so wird die Prüfung so weit andauern, bis klar geworden ist, weder der Westen wird helfen, noch der Osten. Noch muslimische Herrscher, weder muslimische Herrscher noch nicht muslimische. Wenn wir endlich verstehen, dass der einzige Helfer, Beschützer, Unterstützer Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas, Al-Tawhid, dass unsere Herzen zu niemand anderem blicken, außer zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Denn wenn dies geschieht, liebe Geschwister, wenn unsere Herzen nicht mehr zu Politik und zu Regierungen und Herrschern blicken, sondern nur noch zu Allah, werden wir verstehen, dass Allahs Beistand nur dann eintritt, wenn wir zurückkehren zu Allah. Wenn wir zurückkehren zu unserem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, als Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anh, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte und er sich bei ihm beklagte, betest du nicht um Hilfe für uns? Willst du nicht die Hilfe Allahs für uns erbitten? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einst verfolgte man die Gläubigen, indem man sie in ein Loch eingrub und ihren Kopf in zwei Teile sägte oder ihr Fleisch mit Eisenkämmen von den Knochen schabte. Doch nichts von alledem konnte sie von ihrem Glauben abhängen oder abbringen. Bei Allah, Allah wird gewiss diese Botschaft vollenden, bis der Reiter, der von Sana'a bis Hadramaut gelangt, nichts außer Allah fürchtet und dem Wolf für seine Schafe, doch ihr seid voreilig. Diese Worte sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Zeit in Mekka, noch vor der Hijra. Das heißt, im Höhepunkt der Unterdrückung,
der Verfolgung, der Prüfung. Die Menschen wurden getötet vor den Augen der Muslime. Menschen wurden gefoltert. In diesem schwierigen Moment, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird eine Zeit kommen, in der ihr in Frieden und Sicherheit verreisen werdet. Aber ihr seid voreilig. Es ist noch nicht die Zeit gekommen. Allahu Jalla Jalaluhu erzieht uns mit diesen Prüfungen. Denn in diesen Prüfungen werden die Heuchler als allererstes bloßgestellt. All jene, die sich lossagen von ihren Geschwistern, all jene, die nichts zu tun haben möchten mit ihren Geschwistern, all jene, die leugnen, dass sie zu diesen Geschwistern gehören, die werden zuerst einmal bloßgestellt. Denn dies muss klar sein. Wer bekennt sich zum Islam, wer ist stolz, Muslim zu sein, auch wenn die Welt schlecht über den Islam redet, und wer kriecht zurück und will nicht erkannt werden als Muslim. Und der zweite Punkt, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt Märtyrer auf. Allah azza wa jal schenkt diesen Tod als Unschuldiger, als ungerecht Behandelter zu sterben, beim Verteidigen des Lebens, der Familie, der Würde, des Hab und Gutes umzukommen. Dies ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala an diese Menschen. Deswegen, liebe Geschwister, wir trauern ja. Es tut uns weh, ja. Aber diese Trauer ist für uns Treibstoff, weiterzumachen und zu Allah aufzurufen. Am Islam festzuhalten, nicht loszulassen. Denn diese Menschen, liebe Geschwister, haben ihr Ziel erreicht. Die gestorben sind, sind im Paradies mit der Erlaubnis Allahs. Die Kinder sitzen mit Ibrahim alayhis salatu wassalam zusammen und er lehnt sich mit seinem Rücken an das wohlbesuchte Haus, Al-Baytul Ma'mur. Diese Kinder, liebe Geschwister, auch wenn es qualvoll aussieht, sie haben nun ein besseres Leben. Das Sterben für Allah ist einfach, aber das Leben für Allah, das ist die Herausforderung. Das Leben für Allah, dass du Muslim bleibst, dass du deinen Kopf emporhebst und La ilaha illallah sagst, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass du dich nicht schämst, Muslim zu sein, dass du dich nicht veränderst. Hauptsache, man erkennt nicht, dass ich Muslim bin, sondern dass du standhaft bleibst, gefestigt bleibst. Diese Menschen, liebe Geschwister, die getötet wurden, sollen nicht aus keinem Grund sinnlos getötet worden sein, sondern sie sollen für dich ein Ansporn sein, zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn keine Prüfung steigt hinab, außer durch Sünde. Und keine Prüfung wird aufgehoben, außer durch die Reue. Das heißt, wir müssen bereuen, wir müssen zurückkehren zu unserem Herrn. Was sollen wir bereuen? Erstens unser mangelndes Interesse an den Islam. Wir lernen unsere Religion nicht. Uns interessiert die Religion nicht. Wir arbeiten. Wir haben keine Zeit für Allah. Wir haben keine Zeit für unsere Religion. Wir haben keine Zeit für unseren Propheten. Das muss bereut werden. Das muss bedauert werden. Hier müssen wir zurückkehren. Ab sofort, wenn du diese Bilder von Aleppo siehst, nimm ein Buch und lerne den Islam. Lese die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Fange an, Ayat auswendig zu lernen. Es ist heuchlerisch zu sehen, wie diese Kinder abgeschlachtet werden und du kehrst nicht zurück zu Allah. Denn worum geht es, liebe Geschwister? Es geht darum, dass in 10 Jahren eine Generation von Muslimen da ist, die finanziell und mit Wissen und mit Gottesfurcht solchen Muslimen helfen können. Wir brauchen eine Generation an Muslime, die Ärzte werden, die Ingenieure werden, die Gelehrte werden und den Islam verinnerlichen, eine klare und reine Aqida haben. Aber wenn wir heute schlafen, werden wir in 10 Jahren die gleichen Bilder sehen. Werden wir in 10 Jahren eine schwache Umma haben, die kein Geld besitzt,
die kein Wissen besitzt, die kein Iman besitzt. Und dann sind wir wieder Kandidaten für die Prüfung Allahs. Und dies wird so lange weitergehen, bis wir aufwachen. Denn Allah ist der Stolze. Er wird nicht die Situation eines Volkes ändern. Bis das Volk sich ändert, so ändern wir uns, liebe Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, die Verstorbenen als Märtyrer annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Würde unserer Geschwister beschützen. Möge Allah azza wa jalla unsere Schwestern beschützen.